Mein Name ist Björn Gehrum. Ich bin Abteilungsleiter hier im Münchner Volkstheater für die Beleuchtungsabteilung. So eine Gelegenheit kriegt man natürlich relativ selten, dass man ein Haus quasi einrichten kann und dann das Equipment auch benutzt, um Licht zu gestalten. Ich habe da sowohl meine Erfahrung aus den anderen Häusern als auch meine Erfahrung aus Beleuchtungsplaner einbringen können. Naja, das alte Haus war ja eigentlich eine Dreifachturnhalle, in die man quasi einen Zuschauerraum und eine Bühne reingesetzt hat. Wenn wir jetzt in so einer Dreifachturnhalle waren, die meisten ja schon mal, und nach oben schauen, die Decke ist schon höher als im Zimmer, aber ist nicht so hoch wie in einer Vollbühne. Das heißt, die Scheinwerfer sind relativ nah dran. Man ist auch mit den Positionen sehr eingeschränkt und man ist vor allem eingeschränkt mit Bühnennebenflächen, also Hinterbühne, Seitenbühne, Maschinerie. Das war beschränkt, rudimentär im alten Haus und da können wir jetzt eben aus dem richtigen Equipment einer Vollbühne schöpfen und kann natürlich szenische Verwandlungen machen mit Podien, Bühnenwägen, mit Drehscheiben und natürlich auch mit Licht, mit mehr Equipment, mehr Positionen und mehr Möglichkeiten. Es ist ein Repertoirehaus, das heißt, man sollte gucken, dass man ein Equipment hat, mit dem man möglichst alle Veranstaltungen bedienen kann, ohne groß umzubauen. Also alle Theaterproduktionen, die wir haben, alle Stücke, aber eben auch Gastspiele von anderen Häusern, die bei uns sind, unser Festival Radikal Jung. Dazu braucht es halt ein relativ flexibles Equipment, das aber auch sehr geringe Umrüstzeiten ermöglicht. Wir sind aber dann erstmal hergegangen und haben ein ziemlich aufwendiges und gut dokumentiertes Shootout gemacht. Wir haben uns also alle Geräte, die in Frage gekommen sind für den Typ, angeschaut, die gerade aktuell am Markt waren. Und glücklicherweise waren wir da auch in der Situation, wo es dann doch ein breites Angebot an erstens mal leisen Moving Lights, Geräten mit größtmöglicher Flexibilität an Farbmischung, also mit möglichst vielen Mischfarben, um wirklich alle Eventualitäten und auch die Anpassung an den HMI, der immer auch noch ein tragendes Element ist, also unsere 6 kW Gegenlichter zum Beispiel, der HMI ist immer noch für mich die Referenz, um das gut anpassen zu können. Und wir haben dann ein Messgerät angeschafft, um das auch objektiv bewerten zu können. Wir haben also mit dem UPR-Tech sehr intensiv auch Farbwiedergabe und natürlich die Lichtausbeute, aber vor allem eben die Wiedergabe der Farben gemessen. Und gleichzeitig wichtiges Kriterium, da wir als Schauspielhaus zwar auch Konzerte, Musicals haben, aber eben vor allem Schauspiel, ganz wichtiges Kriterium, leise, wenig Störgeräusche. Also das ist ganz klar, dass die Qualität in den letzten, ich sag mal, 5 Jahren wahnsinnig Sprung gemacht hat. Wir sind von der RGB-Farbmischung, wo wir immer im Spektrum noch ganz große Lücken haben, zu entweder auf der einen Seite Weißlichtquellen mit einem hohen Farbwiedergabeindex, die dann subtraktiv wieder über Filter gemischt werden, oder alternativ, was eigentlich die Schiene ist, die ich verfolge, mehr Farbmischung, bei der man eben mit 5, 6, 7 oder auch 8 Mischfarben ein möglichst sauber geschlossenes Spektrum erzeugen kann. Und dadurch hat man auch eine hohe Farbwiedergabe und kommt mit der Farbwiedergabe eben an die Referenz HMI sehr nah dran. Und da ist eben nicht nur der Farbwiedergabeindex ein Indikator, sondern da ist auch wichtig, sich nochmal genau anzuschauen, wie sieht das Spektrum aus. Weil man kann auch Geräte rein drauf trimmen, dass sie den CAI irgendwie möglichst hoch haben, aber dann schaut ein Gesicht trotzdem nicht schön aus, weil eben irgendwie eine Komponente fehlt. Das heißt, wenn man sich das wirklich genau rausmisst mit dem Spektrometer, dann kann man das auch sehr gut beurteilen und eben auch auf Haut anschaut.
weil es ist auch ein Unterschied, ob ich Dekorationen anleuchte oder ob ich Gesichter anleuchte. Und bei den Gesichtern braucht es eindeutig die höchste Farbqualität. Bei den LEDs gibt es eben die zwei Techniken, additive und subtraktive Farbmischung, sprich subtraktiv, ich habe eine Weißlichtquelle, die ein möglichst volles Spektrum liefert und subtrahiere dann Gelb, Magenta, Cyan, um dadurch die Mischfarben wieder zu bekommen. Eigentlich wie bei dem klassischen Moving Light, Entladungslampen Moving Light, wo ich eben auch die Farbfilter habe, die ich entsprechend graduell reinfahren kann und dadurch die Farbmischung erzeuge. Im Gegensatz dazu die additive Farbmischung, das heißt, ich arbeite mit LEDs, mit Einzelfarben, optimalerweise je mehr, desto gut, sodass ich mehr Kontrolle darüber habe, über die Farbe und auch unterschiedliche Geräte besser aneinander angleichen kann. Beziehungsweise da kann man dann tatsächlich auch Spielereien machen, dass man auf ein Kostüm eine bestimmte Farbe besonders heraushebt oder verschwinden lässt. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie das Natriumdampflicht, das dann alles nur in Orangetönen zeigt. So ein bisschen kann ich da, je mehr ich Mischfarben habe, eben auch mit dem LED-Licht arbeiten. Eindeutig die additive Farbmischung. Leider gibt es noch nicht alle Geräte in dem Bereich, aber ich sehe so ein bisschen eine Tendenz, die dahin geht. Und ich konnte jetzt hier doch eine ganze Menge realisieren, eben auch in additiver Farbmischung. Ja, was wir hier sehen, sind die sogenannten Blumentopflampen, so genannt, weil sie tatsächlich auf Basis eines Blumentopfs sind. Ja, das ist quasi unsere Architekturbeleuchtung im Saal, die den Saal noch mal raushebt und eine angenehme, warme Stimmung macht. Ist im Prinzip ein in die Wand eingelassener Blumentopf, in dem ein LED-Leuchtmittel drin ist, ein kuppenverspiegeltes, und die können wir sogar einzeln ansteuern. Bei der Auswahl der Geräte, bei dem Shootout, eben mit unserem Messverfahren auch, hatte ich natürlich schon auch im Auge, welche Geräte braucht es für welche Position im Haus. Da gibt es so eine ganz klare Unterscheidung. Vor der Bühne, also Zuschauerraum, haben wir natürlich ganz besonders das Kriterium leise Geräte. Da sind im Endeffekt von den Moving Lights nur Geräte mit einer Ausnahme, die keinen Lüfter haben. Das war da ein ganz wichtiges Kriterium. Auf der Bühne können wir ein bisschen lauter sein, weil sich das einfach im Bühnenraum auch fängt. Das heißt, auf der Vorbühne haben wir natürlich auch manuelle Geräte. Vielleicht fange ich mit denen kurz an. Da war jetzt der Fokus natürlich auch auf leisen Geräten, aber da sind wir ganz ohne Lüfter nicht ausgekommen. Außer bei den paar Niethammer Glühlichtprofilern, die es auch gibt, für den Fall, dass es einfach mal eine Produktion gibt, die wirklich sagt, nein, ich will ein richtiges Glühlicht. Da haben wir auch noch ein paar Niethammer Profiler neu, die ganz lüfterlos sind. Bei den LED-Profilern, die natürlich in der Vorbühne den Fokus haben, da sind eigentlich manuelle Geräte, sind nur Profiler drin. Da ging es natürlich auch darum, mehr Farbmischung zu haben mit möglichst vielen Farben, mit möglichst viel Kontrollmöglichkeiten. Und da sind eben die ETC Source 4 LED Series 3 mit der 8-Farbmischung, die Luster vor allem, und dazu, um in dem Daylight-Bereich, der bei uns besonders wichtig ist, auch noch mehr Leistung zu haben, die Daylight-Version. Aufgestockt, um dann auch im Anschluss an die Hyperion-Stufenlinsen, die wir motorisiert haben, zähle ich jetzt auch zu den Moving Lights, aber ein bisschen im Vorgriff, die mit ihrer 6-Farbmischung ein wichtiges Instrument sind, dazu auch noch Profiler, die ein bisschen mehr Leistung haben. Das sind die Hyperion, leider gab es damals die 700er-Serie noch nicht, aber die
450er-Serie bei den Profilern, die eben auch die Sechsfarbmischung haben. Die in der Vorbühne, wenn es um mehr Punch geht, beim Profiler eben auch zum Einsatz kommen. Und von den Moving Lights, wie gesagt, haben wir die lüfterlosen Typen. Das ist der Solar Frame Theater mit seiner Weißlichtquelle. Das ist der Chauvet Mavericks in den kurzen Entfernungen, wo nicht so viel Leistung gebraucht wird. Und das ist eine besondere Ausnahme, was aber ein richtig tolles Gerät ist, der Rogue T2, der eben mehr Farbmischung, immerhin mit 5 Farben, bietet und dazu einfach ein Gerät mit richtig viel Power ist. Ja, und das habe ich im Zuschauerraum quasi erlaubt, als einziges nicht lüfterloses Moving Light im Zuschauerraum, weil er eben mit seiner hohen Leistung und der Mehrfarbmischung zusätzlich aber auch noch das Rope Follow System eben hat als Verfolger im Zuschauerraum. Und zusätzlich haben wir aus einer zentralen niedrigen Position, nämlich der Projektionsloge, da die Möglichkeit, weil eine Scheibe drin ist, auch Gerät mit Lüftern dahinter zu haben. Da sind noch 2 P18, die nochmal Punch in der Mitte bringen. Wie gesagt, auf der Bühne war natürlich das Kriterium, muss leise sein auch, aber mit der Option, dann doch ein bisschen auch mit Lüftern zu haben, aber trotzdem leise Theatergeräte. Da habe ich eine Mischung aus einmal als Führungslicht von hinten 6 kW HMIs im Motorbügel, die es jetzt nur noch von einem Hersteller eigentlich gibt, K5600, eben motorisiert sind mit Lichttechnik, Bügel, Farbwechsler und Shutter. Ergänzt in den weiteren Oberlichtern durch ja, das, was man so Pizzalampe nennt, der HiBi K25, der nur eine Vierfarbmischung hat, mit dem ich nicht wirklich ein Gesicht anleuchten kann, aber die Deko und als Rücklicht mit viel Power. Und dazu der K20 HCR, der wiederum Mehrfarbmischung bietet, aber nicht so viel Punch hat und auch nicht so eine schieberartige Beambeeinflussung machen kann. Deswegen gibt es beide Geräte und die Mischung funktioniert auch sehr gut. Und dazu auch natürlich Profil-Moving Lights in den Oberlichtern, die man als Vorderlicht oder als Gegenlicht, je nachdem auf welcher Position, nutzen kann und eben mit den Blendenschiebern auch genau kontrollieren kann, was bei Theaterdekorationen immer ein ganz wichtiges Thema ist. Und da sind einerseits die Rope T2 und andererseits, weil das Budget eben trotz der 2 Millionen nicht gereicht hat, auch das Ganze komplett mit T2 zu bestücken, der Ayrton Euros, der auch gute Leistung bringt, aber halt keine Mehrfarbmischung hat und besser ins Budget gepasst hat. So hat sich einfach diese Vielfalt an Geräten auch ergeben, aus den verschiedensten Gründen, was natürlich auch wieder eine Herausforderung ist, die aufeinander zu matchen. Da sind wir jetzt auch dran mit der Möglichkeit, über GDTF bzw. im MA3-Pult über die Emitter-Definition. Das ist ein Thema, da müssen die Hersteller alle noch ein bisschen mehr mitziehen. Wir machen das jetzt so, dass wir die Geräte selber vermessen durch unser Messgerät und das quasi in das Fixture-File einspeisen, um dann im Idealfall am Color Picker eine Farbe anzutippen und genau die Farbe auf allen Geräten zu bekommen. Natürlich immer ein wichtiger Punkt, wenn ich Gesichter anleuchte, brauche ich weißes Licht im Endeffekt, das auch als weiß empfunden wird vom Zuschauer, außer ich möchte einen speziellen Effekt machen. Aber der Ausgangspunkt ist immer Dekorationslicht in Farben, aber eben Weißlicht fürs Gesicht. Und da ist die Referenz immer noch die HMI-Lampe. Das ist einfach im kalten Bereich und die meisten Produktionen wollen kaltes Licht und das ist auch ein Thema, was mir visuell einfach sehr liegt. HMI-Lampe ist die Referenz und deswegen sind unsere ganzen Farbpresets so aufgebaut, dass alles von der HMI-Lampe ausgeht. Das heißt,
Wenn ich hier meine angelegten Farbpresets habe, da ist für jedes Gerät der passende Wert eingespeichert, damit der zum Beispiel ein 174 drin hat. Und dann machen quasi alle Geräte, egal welches Leuchtmittel sie drin haben oder welche LED-Engine sie haben, machen ein HMI plus die 174. Und wenn ich jetzt eine neue Farbe mischen will, dann muss ich das im Endeffekt über den Color Picker erstmal machen. Und wenn diese Emitterdaten auch im Pult alle hinterlegt sind, entweder mit dem Fixture-File, das idealerweise als GDDF-File vom Hersteller kommt, oder über die eigenen Messdaten, die wir einspeisen können, dann funktioniert das auch im Idealfall automatisch. Egal wie viele Mischfarben das Ding hat, es nimmt den XY-Wert aus der CRI-Farbskala und mischt das entsprechend zusammen. Ja, ich komme selber aus Häusern, wo erstmal der Fokus nicht so ganz auf Grandma war. Also zumindest als ich vor vielen Jahren angefangen habe, da gab es im Endeffekt Strand, Gemini, Galaxy und vor allem die Transtechnik Prisma. Das war auch am Volkstheater so. Also das alte Haus hat noch bis zuletzt, bis vor 4 Jahren, als ich dann so ein bisschen mit den Moving Lights angefangen habe, als ich ans Haus kam, mit der Prisma NTX gearbeitet, was natürlich ein tolles Theaterpult war, aber im Endeffekt für Moving Lights ja dann einfach nicht mehr up to date war. Und da war natürlich ganz wichtig, bevor wir überhaupt ins neue Haus kommen mit neuen Scheinwerfern, mit neuen Bühnen, mit ganz vielen neuen Themen, dass wir das Pult-Thema schon mal auf den Stand gebracht haben. Deswegen habe ich mir mit den Kollegen vom Haus dann nochmal angeschaut, was gibt es am Markt, was kommt in Frage und vor allem, was muss man nicht nach 2 Jahren wieder austauschen, weil es schon wieder überholt ist. Das heißt, es war ein ganz wichtiges Thema, ein aktuelles Pult ans Haus zu holen, mit dem ich natürlich klarkomme, aber die Kollegen natürlich auch, die es bedienen. Deswegen habe ich mir einfach angeschaut, was ist jetzt, was rauskommt und was wir eben gleich im alten Haus einführen können. Und nach der Transtechnik hatte ich in Staatsschauspiel Dresden schon mit MA intensiv Kontakt, 1er und 2er. Und ja, die 2er war einfach auch auf dem Stand, dass sie als Theaterpult in einem Haus mit vielen Moving Lights dort eben auch schon gut einsetzbar war und eine gute Lösung für Moving Light Pult im Theater war. Und da kam die MA3 gerade zur rechten Zeit und die Alternativen, wie zum Beispiel die neue ETC-Konsole, die war einfach nicht verfügbar. Und die MA ist tatsächlich bei den von Transtechnik umsteigenden Kollegen sofort auf Begeisterung gestoßen. Und deswegen war die Entscheidung dann auch in dem Sinne, in dem ich sie mir gewünscht hatte, auch von einem Kollegen voll unterstützt. Und daher kamen wir zu Grandma 3. Die war damals noch gar nicht ausgereift. Wir haben mit Version 0.96, glaube ich, angefangen und sind da ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen, weil wir eine Produktion auch hatten. Also wir sind erstmal im Zweiermodus gefahren, um das vielleicht nochmal klar zu sagen, mit den ersten Produktionen, aber sind dann sehr schnell mit einer Produktion in der kleinen Bühne im alten Haus eingestiegen mit der Dreierversion. Wir hatten eine Produktion in der kleinen Bühne im alten Haus, ein gehörlosen Hörspiel, also mit einem gehörlosen Darsteller, für Gehörlose, aber auch für hörende Zuschauerinnen. Und da haben wir Töne und Sprache visuell dargestellt, über ein Peakmeter. Das heißt, wir haben den Input, den Sound-Input umgewandelt in einen Licht-Output, in eine
LED-Rampe, die quasi als Peakmeter fungiert hat, also immer den Soundpegel angezeigt hat. Und das ließ sich mit der 3er Software realisieren und mit keiner anderen Lösung. Deswegen sind wir ins kalte Wasser gesprungen, quasi vor Version 1.0 und sind damit aber gut klargekommen in dem Rahmen der kleinen Bühne erstmal. Und sind dann später aber auch am alten Haus noch in die 3er-Version für die große Bühne umgestiegen. Das war dann Version 1.2 oder so, kann ich mich nicht mehr hundertprozentig erinnern. Und natürlich hatte die immer noch verschiedene Ecken, wo man sagt, okay, die Funktion von der 2er, die hätte ich aber jetzt gerne in der 3er. Und andererseits hat sie viele neue Features, die wir einfach auch gut nutzen können. Und deswegen sind wir jetzt komplett in der 3er-Version und sind da auch glücklich damit. Trotzdem mit der Option, dass man das eine oder andere gern noch hätte. Und ich kann da auch gut, da ich auch MA3-Beta-Tester bin, gut verantworten, dass wir dann neue Versionen auch live auf der Bühne einsetzen mit der Erfahrung und natürlich sich gegenseitig auch befruchten mit der Weiterentwicklung der Software. Gut, Björn, dann wo befinden wir uns denn hier und was gibt es hier Interessantes zu berichten? Ja, wir sind jetzt hier in der Bühne 1 auf der Z-Brücke bzw. auf dem Zugangssteg und wir sehen hier drüben die fahrbare Z-Brücke. Das ist eigentlich eine ganz schöne Konstruktion hier, weil die können wir bis ganz nach vorne fahren, wenn wir ein steiles Licht brauchen oder zurück zur festen Z-Brücke hinten. Und wenn wir, was sicher irgendwann mal passieren wird, auch im Saal mal spielen, dann können wir die zum Beispiel auch vorfahren und als Rücklicht benutzen. Das ist also auch wieder hier auf maximale Flexibilität von vornherein ausgelegt, so dass man nicht von irgendeiner Produktion mal überrascht wird und dann gar keine technischen Mittel dafür hat, sondern einfach von vornherein mit eingeplant, dass wir da vorbereitet sind. Vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen, was hier so hängt. Das ist ja, hier sind im Endeffekt die manuellen Geräte, über die wir vorher schon gesprochen haben. Es gibt zwar auf der festen Z-Brücke hinten noch mal Moving Lights, aber die mobile hat eben die Profiler, einerseits die ETC Source 4 Series 3, Luster und Daylight und die Spotlight 450er Hyperions mit ihrer 6-Farbmischung und dazu die vorher auch schon mal erwähnten ganz klassischen Glühlichter, auch nochmal 4 Stück drauf, 2 kW Nithammer.